make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Cheppy gegen 5 Titan-Spieler. Heute Special Guest, alle 5, die in die Fresse bekommen haben. Ich hoffe, euch hat das kleine Intro eben gefallen. Ich versuche immer ein bisschen abzumischen bei dem Ganzen. Wir haben heute das Video, auf das ihr auch schon lange, lange gewartet habt, meine Freunde. Und zwar der Waffenvergleich Maddox gegen Vapor. Viele von euch haben gefragt, welche wohl von den Statistiken her und vom Feeling her die beste Waffe davon ist, ob die Vapor der Maddox vielleicht das Wasser reichen kann. Wir wissen, die Maddox hat, das hatten wir in einer anderen Episode schon mal durch, kein Großkaliber. Das heißt, sie ist eine Waffe, die man in CW, CWL definitiv spielen kann. Die Vapor wird durch Schnellfeuer und Großkaliber erst wirklich richtig stark, weshalb man sie in Competitive nicht spielen kann. Wir behandeln aber heute nur das Thema Public und da werden wir uns heute die Stats von der Vapor angucken. Im Hintergrund seht ihr die Vapor wunderschön mit Dark Matter eingepackt. Dark Matter, falls ihr es noch nicht wisst, macht jede Waffe 10% besser. Kann man kaum glauben, ist aber tatsächlich so. Ihr seht auch mein wunderhübsches Gesicht heute nicht, weil ich absolut krank bin. Ich bin wirklich absolut krank. Warte, ich huste mal für euch. Ihr habt es gehört, das ist absolut schlimm. Und ich sehe aus wie gerädert und deshalb machen wir es heute mal ohne mein wunderhübsches Gesicht. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Auf jeden Fall geht es heute um den Waffenvergleich Vapor gegen Maddox. Warum spielen die Leute die Maddox? Warum spielen sie nicht die Vapor? Das Gameplay ist nur mit der Vapor erspielt. Es ist ein geiles Gameplay, so wie alles, was ihr hier seht. Oh, 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 außer ich snipe. Lassen wir das raus. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt erstmal angucken, was für Schaden macht die Vapor, was macht sie gut, was macht sie schlecht und dann gucken wir mal, was wir da so als Ergebnis heute haben. Gehen wir direkt mal zum Schadensprofil. Hier seht ihr, dass wir Schadensprofil von 34, 32 und 29 haben, das jeweils auf die verschiedenen Entfernungen aufgeteilt, was wiederum für uns bedeutet, dass, wenn wir uns das genau angucken, wir eine Time to Kill von 368 Millisekunden bis 460 Millisekunden haben. Das bedeutet wiederum, wenn wir Headshots mit Großkaliber nutzen wollen, Headshots mit 12 Meter helfen, wenn wir Großkaliber drauf haben, um aus der 6-Schusswaffe eine 5-Schusswaffe zu machen, haben wir Großkaliber drauf, müssen wir bei 12 bis 30 Metern 2 Schüsse in den Kopf treffen. Das ist insofern auch noch interessant, dass wir A wissen, mit dem Großkaliber können wir es schaffen, wenn wir die Köpfe treffen, weniger Schüsse zu verbrauchen. Gleichzeitig für alle, die auf Dark Matter gehen, Großkaliber auf der Vapor lohnt sich also tatsächlich. Nicht auf jeder Waffe lohnt sich Großkaliber, weil manchmal der Schaden derselbe bleibt und das im Prinzip ein Placebo-Effekt ist. Dann schauen wir uns doch mal an, wie wir die Waffe nachladen können, welche Optionen wir hierbei haben. Das ist ja auch immer sehr, sehr entscheidend für das Ganze. Und hier seht ihr, dass wir Magazinkapazität von 35 Schuss und eben 3 Magazin A105 insgesamt haben. Eine Nachladezeit von 1,4 Sekunden. Wir haben kein großes Magazin, kein schnelles oder Hybridmagazin, aber ein normales schnelles Magazin, was uns erlaubt, die Waffe innerhalb von 1,12 Sekunden nachzuladen. Das ist die zweitschnellste Zeit mit schnellem Magazin bei den Sturmgewehren. Da haben wir auf jeden Fall eine Option und ich muss euch ganz ehrlich sagen, gerade wenn ihr etwas aggressiver spielen wollt, diese 0,3 Sekunden machen tatsächlich einen Unterschied. Ich würde es euch also definitiv empfehlen, das mit drauf zu tun. Wichtig ist nochmal beim Großkaliber, weil das vielleicht sehr, sehr schnell ging, wenn ihr Großkaliber rauf macht, überlegt, ob ihr auch, denn die 5-Schuss-Range von der Vapor liegt bei gerade einmal 14 Metern, überlegt, ob ihr mit Großkaliber gleichzeitig langer Lauf spielen wollt. Das Problem ist, ich werde euch gleich auch noch Klassen für die Vapor vorstellen, damit wir dann vergleichen können, was wir hier machen können, was bei der Maddox vielleicht nicht geht. Wenn ihr Großkaliber rauftut und langer Lauf und einen Schaft vielleicht, weil ihr einen Strafe Speed haben wollt, dann wird es schon sehr, sehr eng, weil Schnellfeuer, Großkaliber, langer Lauf, Schaft, schnelles Magazin, noch ein Visier, ihr merkt das.
Das ist eine Menge, die wir darauf tun können, die die Waffe wirklich besser macht, aber es bleibt dann nicht mehr viel übrig. Deshalb schauen wir uns doch einfach an, wie der ID2 aussieht, das heißt, wie unsere First Shot Accuracy, also unsere Genauigkeit beim ersten Schuss ist. Und ihr seht, es ist nicht ganz so wenig. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie der Rückstoß jeweils aussieht. Es gibt ja immer einen festen Rückstoß für jede Waffe. Das hier ist jetzt erstmal ohne Schnellfeuer. Und ihr seht, die ersten 10, 12 Schuss gehen relativ gerade, danach zieht sie nach links oben. Das heißt, ihr wollt gegensteuern nach rechts unten ziehen. Mit Schnellfeuer sieht das Ganze ganz anders aus. Wir schießen im Prinzip so einen Halbkreis fast. Das heißt, auch da kann man sich zumindest darauf fokussieren, dass man genau überlegt, wie man das Ganze irgendwie handeln möchte. Und man kann sich das im privaten Match durchaus in Ruhe mal angucken. Deshalb werde ich euch jetzt auch einfach mal zeigen, welche beiden Klassen ich euch raten könnte oder vorschlagen könnte, wenn ihr entweder auf Streaks gehen wollt oder einfach sehr aggressiv spielen wollt. Die erste Klasse ist für die eher aggressiven Spieler unter euch, die nicht so viel Wert darauf legen, wie hoch die Streak nachher ist, sondern einfach mitten ins Gesicht der Gegner wollen. Dann würde ich euch das FV-Visier empfehlen, auch wenn der Rückstoß damit ein bisschen höher ist als mit dem normalen Reflexvisier, was wir auch ausrüsten können. Am Ende macht es nicht viel Unterschied. Aus dem einfachen Grund, dass wenn wir knapp und nah an den Gegnern dran sind, wir nicht die hohe Genauigkeit brauchen, sondern einfach einen möglichst großen Winkel, möglichst großen Blickwinkel da vorne. Dazu schafft, dass wir ein bisschen schneller strifen können, also nach rechts und links uns bewegen können, damit wir den Aim Assist, den der Gegner bei uns bekommt, außer Kraft setzen können. Schnelles Magazin dazu und Schnellfeuer macht die Waffe wirklich sehr, sehr gut zum Rushen. Steam Injection natürlich, dazu Taktik, Maske, Gang Ho und Totenstille. Wollt ihr auf Taktik, Maske verzichten, könnt ihr auch Plünderer mitnehmen oder ihr spielt eben mit Crash. Wollt ihr unbedingt auf Streaks gehen und Streaks einfach erreichen, kann ich euch empfehlen, dass ihr die Vapor spielt ohne das Visier. Ihr könnt das rauslassen. Alternative, ihr nehmt die Taktikmaske raus und macht euch das Reflexvisier rein. Dazu langer Lauf, Großkaliber, Schnellfeuer und Schaft. Das Comstack-Gerät und Gangho, das beste Perk im Game. Ihr wisst es, ihr könnt es nicht mehr hören. Ich werde es euch demnächst noch vorstellen. Das ist definitiv die Klasse, die man nehmen kann, um sehr, sehr schnell auf Streaks zu kommen, um sehr, sehr einfach die Streaks zu erreichen. Und wenn man einmal Streaks hat, wiederholen sich die Streaks im Prinzip automatisch, außer ihr sterbt blöd. Großkaliber und langer Lauf, dass ihr weniger Schüsse auf Entfernung braucht, schafft, dass ihr trotzdem beweglich dabei seid. Reflex kann euch dabei helfen, auf längere Entfernung mehr Genauigkeit zu haben und Schnellfeuer, weil es die Waffe einfach von der Time to Kill her auch wirklich besser macht. Jetzt habt ihr gesehen, was für Klassen ich euch vorgestellt habe, wie ich die Klassen jeweils spiele, je nachdem worauf ich gehe, ob wie in dem Gameplay hier auf Streaks oder einfach nur auf Rushen oder vielleicht auf beides. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt haben wir Time to Kill gesehen, wir kennen die Time to Kill von der Maddox und jetzt kommen wir auf den Punkt oder auf die Punkte, weshalb wir bei dem Waffenvergleich einiges beachten müssen. Wir haben den Vorteil, dass wir hier anders als bei der Maddox Schnellfeuer und Großkaliber haben. Das heißt, in Public können wir mit der Vapor schneller killen als mit der Maddox, wenn wir theoretisch die Headshots setzen und Schnellfeuer erhöht einfach die Schussrate von dem Ganzen. Der Nachteil bei der Vapor ist definitiv, dass der Rückstoß größer ist als bei der Maddox. Das ist einer der größten Punkte. Und wir haben keine Option für schnell ziehen. Und gerade bei der Maddox habe ich mich mittlerweile sehr, sehr angefreundet mit dem Klassensetup, mit einem LV-Visier oder Reflex und dazu schnell ziehen 1, schnell ziehen 2. Das macht einen riesen Unterschied. Und dazu Schaft. Man muss hier genau überlegen, was man gerne machen möchte, welche Priorität man bei dem Ganzen hat. Es gibt noch etwas viel, viel Wichtigeres aber dabei zu bedenken, nicht nur die Auswahl der Sachen, die man hat, sondern vor allen Dingen, wie konstant diese Waffe ist. Und ihr habt den Recoil-Pattern bei der Vapor ohne Schnellfeuer gesehen. Und wenn wir das mit der Maddox vergleichen, ist die Maddox sehr viel besser berechenbar. Deshalb sind auch viele Pros, abgesehen davon, dass Großkaliber und Schnellfeuer, was diese Waffe besser macht, in CWL und in den Regeln verboten. Das bedeutet also, dass die Leute sich immer die Waffen schnappen, wie zum Beispiel die ICR, wo man alle Aufsätze drauf tun kann, nichts verboten ist und die Waffe dann ohne Aufsätze sozusagen besser ist als eine andere. Die Maddox ohne Aufsätze ist besser als die Vapor, da bin ich definitiv hundertprozentig der Auffassung. Ihr müsst am Ende natürlich für euch selber entscheiden, was euch mehr gefällt. Die Vapor ist eine coole Waffe, sie macht auch definitiv Spaß und ihr habt gesehen hier in dem Gameplay, man kann sie definitiv spielen. Aber wenn wir sie direkt vergleichen, 1:1, Maddox gegen Vapor, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Maddox schlägt unter den Sturmgewehren nach wie vor jedes andere. Auch wenn wir die Rampart mit Doppelgroßkaliber haben, die Rampart hat keinen Schaft,
Die Rampart hat kein Schnellziehen. Die Rampart ist im Prinzip, wenn ihr mich fragt, eine scheiß Waffe. Ich spiele sie nicht, ich spiele kein Doppelgroßkaliber, ich finde das eklig. Deshalb, wenn es um den direkten Sieg geht, Maddox über Vapor. Nichtsdestotrotz könnt ihr definitiv beide Waffen spielen, versteht mich da nicht falsch. Beide Waffen haben wirklich ein ganz gutes Balancing mittlerweile. Die Vapor wurde ja bei dem letzten Update oder vorletzten oder drittletzten Update schon ein bisschen genervt. Da ist der Großkaliberschaden noch ein bisschen runtergemacht worden, der war sehr, sehr hoch davor. Der Rückstoß wurde ein bisschen runtergemacht. Ihr müsst am Ende für euch selber entscheiden. Meine Empfehlung geht aber definitiv immer noch zur Maddox. Wenn ihr noch einen anderen Waffenvergleich haben wollt oder einen neuen Map-Guide, vielleicht für Slums oder, schreibt gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Oder macht euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr werdet heute alle Vapor Maddox nochmal privat vergleichen und für euch selbst noch irgendwie, ich sag mal, eine zufriedenstellende Antwort finden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich bin raus. Haut rein.